Was ist los? Kannst du mal da oben diese Noppenfolie holen? Wohin? Schmeiß einfach da runter. Danke. Luzi? Wo steckst du denn? Luzi? Luzi? Wie kommst denn du da rauf? Auf dem Scheunendach, da oben. Komm. Oh, Schnickele. So weit oben. Kommst du da auch wieder runter? Soll ich die Leiter holen? Schnickele, ich hol die Leiter. So, festhalten. Ja, jetzt geht's runter. Brauchst nicht festkrallen, ich halte dich. Dein Spitzenkrallen. Oh ja. So, schau hier. Du Kleinis. Wieder gut? Ja. Die Luzi. Ja, ich weiß. Ihr habt mir gesagt, ich soll es nicht mehr tun. Ich tue es aber trotzdem. Was brauche ich denn noch? Ah. So, zuerst ausschalten. Höllending, bevor ich noch mal eine gewischt krieg. Ich bin mal hingefallen, auf den Draht drauf. 8000 Volt. Das tat weh. Ja, keine Angst. Da musst du gar nicht so schnattern. So, habe ich alles. Noppenfolie, Bändchengewebe, Füllmaterial. Alles klar. Ja, bei mir ist alles gut. Ja, ja, hast ja einiges mitgebracht, der Topf und Bude. Das ist einfach nur Laub und Dreck und Stinkzeug. Das ist, was ich halt nicht, ist, was habe ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich einen Anhänger voll machen wollen, aber ich dachte, so groß ist dein Hochbeet nicht, ne?
Da steht's. Oh, schön. Nach deinen Vorgaben. Schau, hier kann das Wasser ablaufen, wie du gesagt hast. Cool. Gehen wir noch in die Gärtnerei. Können wir machen. Dann pflanzen wir noch gleich. Können wir gern machen. Hallo? Können wir gern machen. Da bin ich sofort dabei. Mach mal. Oh, der Truppe. Das ist schon anstrengend mit dem. Ja. Ganz fürchterlich. Übrigens, liebe Zuschauer, ja, ich muss mich fast noch ein bisschen entschuldigen. Das letzte Mal, wo ich da war. Ist lange her. Die war echt unterirdisch. Es war grausam. Ich weiß nicht, was du da geschluckt hast, aber es war... Ich habe mir ja gesagt, nie wieder Truppe nach diesem Event. Aber ich war ja schon mal wieder bei ihm danach. Und es war alles völlig okay. Oh, fährst du jetzt rückwärts mit einem? Ja. Oh, ja, das geht schon. Also ich bin froh, wenn ich in die Halle mit einem Zug rückwärts fahre. Es sind meistens drei Züge, die ich brauche, um rückwärts in die Halle zu kommen. Ich fürchte dich. Ich fahre eh da rüber. Ach so, genau. Ich muss dir sagen, wo es lang geht. Stimmt. Links. Spitzblättriger Ahorn. Ich habe mir ein Buch gekauft, welcher Baum ist welcher. Jetzt sind wir ganz fleißig im Bäume lernen. Das ist zum Beispiel eine Birke. Das sind Eichen alles. Fahren wir jetzt ins Gartencenter oder wie hast du es vor? Wie du magst. Wir haben noch einen Topf übrig und mein Freund hat das Gras gekauft. Das war jetzt aber überflüssig und das wollen wir in den Topf treiben. Der baut Gras an. Geradeaus? Genau, immer geradeaus. Wie der Fahrschule. Wenn der Fahrlehrer nichts sagt, gut. Immer geradeaus. Und was machst du mit dem Gras dann? Raus. Das ist so Ziergras. Genau, ich rauche das Ziergras dann. Das ist eine gute Idee. Warum baust du Ziergras? Keine Ahnung, frag meine Freundin. Was ist das hier? Eine? Das ist eine Fichte oder eine Tanne? Eine Fichte, Tanne. Würde ich sagen. Tanne erkennt man daran, dass sie Tannenzapfen haben oder diesen grünen Dingern vorne. Ja, das haben die Fichten aber auch, die Fichtenzapfen. Bloß bei den Tannen stehen sie nach oben, bei den Fichten hängen sie nach unten. Daran erkennst du den Unterschied. Das war eine Esche. Ihr erkennt mittlerweile ja Esche. Birke. Das ist auch eine Birke. Der Ahorn, überall nur Ahorn. Oh, ich brauch mal so einen Mini-Bagger. Ja? Bin ich so Bock drauf. Kannst du ein bisschen weiter rechts fahren? Guck mal, der telefoniert. Dem geht's auch geil, oder? Die denken alle, bloß weil sie ihr Handy so halten, müssen sie keine Strafe zahlen wahrscheinlich, oder? Dann kannst du gleich so hinhalten. Fräulein Müller, zum Diktat bitte. Ja, dann können wir ja eigentlich dann noch ins Gartencenter fahren und da was aussuchen, oder? Ah, gleich ein paar Plänzchen, das ist super. Ja. Es wäre halt nett, wenn es irgendwas zu essen ist. Was isst du denn gerne? Zucchini, alles. Also es gibt wenig, was ich nicht esse. Also Zucchini ist fürs Hochbeet zu schade, weil das eine Riesenpflanze wird. Kohlrabi? Kohlrabi wäre zum Beispiel gut, ein paar Salatpflänzchen, ein bisschen Kräuter. Klar, bin ich sofort. Schnittlauch, dabei. Petersilie, Rosmarin. Das ist eine gute Idee. Schnittlauch, Petersilie, beste Idee. Thymian. Je nachdem, was du gerne hast. Oh, hast du Masken? Also nur Blumenerde erstmal, oder? Okay. Torf reduziert. Torffrei. Nein, da drüben. Das ist noch was ganz anderes hier. Das ist das. Wir brauchen das. Und du nimmst es auf jeden Fall. Du bist der Gartenexpertin. Tontöpfchen, das ist ja geil. Kommt der wieder? Nein. Basilikum stirbt. Was wiederkommt, ist Rosmarin, Thymian, Estragon. Esst ihr gern so Salat, Tomaten, weil dann brauchst du ein Basilikum auf jeden Fall. Ja, aber der geht ja kaputt. Den sollst du auch essen. Es ist schon cool, YouTuber zu sein. Wie war das, wer mehr Abonnenten hat? Ich muss schieben. Ich dachte andersrum. So, dann fahren wir ins Gartencenter. Schnittlauch, hier Gurke. Petersilie. Petersilie. Und dann geht's los. Wir haben jetzt Bändchengewebe genommen. 1,40 Meter auf 40. Passt unten genau rein. Truppe, könntest du noch mal schön reinlegen? Zum dritten Mal, weil der Flo vergessen hat, die Kamera anzustellen. Ja, Flo, ich kann es gerne noch dreimal machen, kein Problem. Grund für die Bändchenfolie ist einfach, dass unten die Erde nicht rausrieselt. Deswegen keine dichte Folie, sondern so ein Bändchengewebe, wo es Wasser durch kann. Und an den Rand, dass wir das Holz schützen, Noppenfolie. Habe ich dir auch mitgebracht? Ja. Ich habe schon wieder das Gefühl, dass es gleich anfängt zu regnen. Weißt du, warum es nicht schlecht ist?
Wenn es jetzt bewölkt ist, weil wir machen ja Erde rein, Pflanzen rein und die, wenn jetzt die Sonne runterknallen würde, ja, die Pflanzen würden ja verrecken. Wie lange brauchen wir das jetzt? 1,40? 2,80. Was haben wir hier? 40. 40. Nochmal 80 sind 3,60. Das tackern wir aber hin, so, oder? Was hast du falsch gemacht? Weiß ich nicht. Wo kommen die Noppen hin? Nach außen, oder? Immer Richtung Holz, weil so, du willst ja einen Abstand haben, dass Hinterlüftung ist. Ach so, okay. Also einfach umdrehen einmal. Also hier Noppenfolie, das ist die Innenseite und hier die Außenseite, die soll Richtung Holz zeigen, damit, wenn sie hier anlegt, eine Hinterlüftung stattfindet. Ja, macht auch Sinn, ja. Sehr schön. Ich habe dir jetzt so ein Zeug hier mitgebracht. Das ist wirklich ekliges Zeug. Ach, schau, sogar mit Regenwurm. Siehst du den? Ja, oh, der ist gut, der gefällt mir. Moos, Laub, Zeugs, wirklich alles, was im Bach angeschwemmt kam. Das vermodert mit der Zeit und gibt nochmal schön wie ein Kompost eigentlich Kraft ab an die Pflanzen. Wonderful. Ah, da werden meine Fingerchen schmutzig. Dann hast du hier extra so Zeugs gekauft, um Hochbeet zu befüllen. Das sind so Hackschnitzel und so Zeugs, ne? Das ist wahrscheinlich vergoldeter Abfall. Ich glaube, wir haben zu viel. Ich glaube auch, dass wir massig zu viel haben. Aber ich kaufe dir 2-3 Säcke ab, das ist wurscht. Hier haben wir gekauft torffreie Erde. Bio-Erde ist eigentlich Blödsinn, weil hier gibt es keine gesetzlichen Grundlagen bei Erde. Kann jeder machen, wie er will. Warum kann ich jetzt eigentlich nicht zur Erde nehmen von so mein Nachbar, wenn der da seine Einfall umbaut und da so einen Haufen hat, wo man kann da nichts reinkippen, geht das nicht? Das wäre normale so Gartenerde, sagt man. Kannst du auch einschmeißen, aber schon. Da hast du halt keinen Dünger drin, die ist nicht feinkrümelig, schöner Humus, da wird das Zeug nicht ordentlich wachsen. Das okay. Wird dann, wenn du das gießt, dann wird es verklumpen und fest werden und hart werden. Nicht schön einfach. Ach, also es, das ist eine also richtig geht, schöne Humuserde. Ach so, okay. Es geht, aber es ist nicht sinnig. Jetzt schaust du dir die einfach mal an. Ja, die ist aber wahrscheinlich weich und luftig. Im Vergleich. Ja, 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 ja. Das andere ist halt, ja, okay. Jetzt hauen wir da 2-3 Säcke rein. Okay. Wir dürfen schon ordentlich voll machen jetzt bis zur Oberkante Unterlippe, weil es wird sich setzen und zwar recht schnell. Ja, dann kann ich ja noch einen Sack da lassen. Auf jeden Fall. Okay. Jetzt kommt noch ein Sack rein. Noch ein Sack? Ja, ja, wird passen. Ein bisschen kann man andrücken, dann setzt es sich nicht ganz so schnell. Ihr könnt was wetten, dass es in spätestens einer Stunde anfängt zu regnen. Wäre doch schön. Was brauchst du häufig? Du kommst hier von der Küche rein, willst am schnellsten bei den Kräutern sein. Die brauchst du am häufigsten. Also würde ich die Kräuter hier hinsetzen. Das ist eine gute Idee. Petersilie, die zusammen. Was haben wir hier? Das Strauchbasilikum. Dann hast du eine Gurke. Ich hoffe, ihr habt mehrere Gurken. Ja, eine Gurkenpflanze, 2 Chilipflanzen. Was haben wir? 2 Gurken. Eben. Die können wir nebeneinander. 3 Gurken sogar, oder? Was ist das denn? Nee, hier haben wir Chili. Ah, Chili, Tomate, Tomate. So, also komm mal, machen wir hier die Kräuter hin. Ach, die Salatpflänzchen, ja, die brauchen natürlich auch ein bisschen Platz, aber die isst du dann eh raus. Von dem her ist jetzt wurscht. Ach so, klar, wenn es weg ist, ist es weg. Wir haben jetzt ein bisschen zu viel gekauft für das Kleine, aber wir dachten lieber mal ein bisschen mehr, damit es auch mal schön aussieht und damit man zeigen kann, was man machen kann. Ja? Kannst du die Wurzeln hier ein bisschen anreißen, so. Das regt die auch wieder an, neues Wurzelwachstum zu machen. Aha. Einfach hier so ein bisschen anreißen, Loch rein. Und so tief in die Erde, wie es auch hier im Topf war. Ja? Also nicht tiefer und nicht höher rausschauen lassen. Mit Gefühl andrücken. Thai-Basilikum ist was ganz Feines, habe ich jedes Jahr wieder im Gewächshaus. Es wäre mehrjährig, aber bei uns erfriert es einfach draußen. Red ein bisschen mit ihnen, dass sie sich wohlfühlen. Genau. Also das Mini-Hochbeet ist befüllt, etwas zu voll geworden. Hier haben wir den Schnittlauch, Petersilie, Thai-Basilikum, 2x Tomaten, einen Thymian,
zweimal Chilis, Salat, 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 Salat und zwei Gurkenpflanzen. Ist doch schön geworden, oder? Du hast ja jetzt ein paar Pflänzchen drin, Kräuter, nah bei der Küche, zwei Tomaten und zwar kleinwüchsige Tomaten. Buschtomaten, die werden vielleicht so groß, vielleicht wachsen sie da ein bisschen runter. Werden auch kleine Tomätchen, aber schmecken wirklich gut. Da freue ich mich drauf. Zwei Chilis, Salat, Gurken. Ich habe jetzt ehrlich gerade so ein bisschen im Gartencenter ein bisschen Blut geleckt, so dass ich einen kleinen Kaufrausch gehabt. Ja, wer weiß, so also kommt man ins Gartenthema rein. Vielleicht habe ich ja zwei Hochbeete. Wer weiß, schauen wir mal. Ja, oder machst du dir so ein L-Hochbeet hier rum, zack. Schauen wir mal. Echt toll. Hast gesehen beim Befüllen, du musst nicht nur teure Blumenerde kaufen oder Gartenerde unten rein. Da kannst du auch Äste oder grobes Zeug reinmachen. Habe ich auch schon gehört, ja. Es sackt mit der Zeit halt ab. Das heißt, du musst dann im Herbst immer nachschmeißen oder im nächsten Frühjahr. Aber das macht ja nichts. Wie ist das mit dem Winter eigentlich? Wenn es der Winter kommt, stirbt es dann alles ab? Oder muss ich das Ding dann drauf machen? Oder wie läuft es im Winter? Es gibt Pflanzen, die sind einjährig, wie zum Beispiel hier die Gurken. Die sterben ab. Die Tomaten werden dann sterben. Die sind einjährig? Die sind einjährig. Paprika könntest du auch mehrjährig ziehen. Die könntest du auch mehrjährig ziehen, aber bei uns die Kälte, das vertragen die überhaupt nicht. Die sind total wärmebedürftig, kommen ja aus Chilis aber nicht. Südamerika. Doch, doch. Wie, doch, doch, was? Die sterben? Die sterben. Also muss ich sie auszählen, die Samen innen drin, oder wie? Muss ich die oder, anziehen? Ja, oder neue Pflanzen kaufen. Und wann mache ich das? Frühjahr, Mitte Mai. Also war jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt auch gerade? Ein bisschen spät, wir haben ja Juni, also besser ist Mitte Mai Pflanzen. Weil dann ist da der Frost vorbei. Thymian oder hier der Schnittlauch ist mehrjährig, brauchst du nie wieder pflanzen, wenn du dich schön kümmerst. Strauchbasilikum wird bei uns wahrscheinlich nicht überleben, ansonsten könnte er auch mehrjährig sein. Petersilie ist zweijährig, geht im nächsten Jahr in die Blüte. Kopfsalat sowieso, sobald du ihn geerntet hast. Kannst du was anderes hinpflanzen, kannst dir schon überlegen, was du gerne hinhaben willst. Erdbeeren zum Beispiel. Mhm. Okay, also krass, gell? Wenn du überlegst, da pflanzt es an. Aber es ist herrlich, den eigenen Salat dann, das ist schon was anderes. Bei mir rechnet es jetzt gerade irgendwie quasi so, ich kaufe mir jetzt da Pflänzle für, keine Ahnung, 5 Euro und habe da 4 Kopfsalate, dann gehe ich zum Gartenfuzzi, der da das Zeug in so einen Hofladen und dann kaufe wieder, also so rechne ich gerade. Also du darfst nicht rechnen, es macht auch Spaß, die eigenen Sachen zu haben. Es rechnet sich nicht. Ich mache das ja in einem größeren Stil, rechnet sich nicht. Okay. Aber die Qualität an Lebensmitteln, die du da kriegst und auch die Auswahl und die ständige Verfügbarkeit, du hast es immer sofort da, wenn du Lust drauf hast. Das stimmt, ja. Von dem her rechnet sich's total wieder. Das kann sein, ja. Dann hast du ja noch hier wunderbar so eine Haube gebastelt. Soll man die mal eben draufsetzen? Ja, können wir machen. Da auf deine Anraten hin. Ja, dass bisschen man, auf die Pflänzchen aufpassen. Früher anfangen kann scheinbar und später noch weitermachen kann damit. Das ist, man nennt es auch Frühbeethaube, ja. Ich halte es jetzt gerade mal hier, dass gehen die Pflanzen. Oder kannst du aufmachen. So, das machst du nur im Frühbeet. Das machst du nur im Frühjahr drauf. Oder im Herbst nochmal, wenn du eine verfrühte Ernte haben möchtest. Du willst also schon im Februar, März schon Salat und sowas reinsetzen oder ein paar Kräuter. Geht das denn? Wunderbar. Tatsache. Du musst nur unglaublich aufpassen, tagsüber aufmachen, wenn die Sonne runterknallt. Dann hast du da drin 60, 70 Grad und da sterben die Pflanzen natürlich. Am besten so einen elektrischen Fensterheber rein. Ja, oder gibt's damit so nicht elektrisch, automatisch. Öl, automatisch, ja, genau. Mit Wachs funktionieren die. Kostet ab 15 Euro, glaube ich, bis rauf 30 Euro so um den Dreh rum. Aber sind Lebensretter, weil die Pflanzen verrecken dir sonst hier drin. Dafür hast du dann sehr früh schon Salatpflanzen. Im März, April kannst du schon Salat ernten. Heben wir es wieder runter. Ja. Denn das soll im Sommer gar nicht drauf sein, dieses Ding. Das brauchst du wirklich nur im Herbst und im Frühjahr. Eine ganz wichtige Sache möchte ich auch noch sagen, wenn ihr Pflanzen kauft, wie wir jetzt hier im Gartencenter, und dann einpflanzt, die stehen da in der Regel unter Kunstlicht. Das heißt, die sind die Sonne nicht gewöhnt. Wenn jetzt die Sonne runterknallen würde, würden die morgen kaputt sein. Weil die kriegen einen wahnsinnigen Sonnenbrand und verbrennen. Das heißt, jetzt ist super, jetzt ist wolkig, jetzt können die sich langsam dran gewöhnen. Ja, aber langsam, bei Pflanzen dauert ja alles relativ lang. Genau, wenn langsam morgen noch mal die Sonne raufknallt, beschatten, mit hier im Schatten stehen, das ist wichtig. Ach Gott, okay. Weil dann kriegen sie genug UV ab und können sich langsam dran gewöhnen. Okay, okay, das hätte ich auch noch gewusst. Mit dem Gießen, wie mache ich das da? Alle zwei Tage oder wie läuft es mit dem Bewässern? Einfach, es regnet ja auch, bewässert es automatisch, aber wenn es halt viel Sonne ist, heißt Stress für die Pflanzen, dann gießen. Die Erde soll immer so ein bisschen aufmachen, schauen, Finger rein. Ja, ja. Es soll feucht sein, ne? Ja. Soll nicht austrocknen, weil dann sterben die Pflanzen auch. Ist das jetzt schon feucht genug? Oder? Das ist so schön, aber angießen kann man. Das heißt, du schwemmst an,
Du gießt jetzt und dann setzt sich die Erde um die Wurzeln noch mal rum und schwemmt das schön ein. Das heißt, wenn du jetzt angehst, perfekt. Okay. Und du tust deinen Pflanzen was Gutes, wenn du mit Regenwasser gießt. Wenn du nur Leitungswasser hast, ist auch okay. Aber Regenwasser wäre besser. Jetzt ist der mal, ich glaube, ich krieg die Meise, hey. Gau wie die Pflanze und er frisst mein Chili, oder was? Ja, ist gut. Aber gut. Ja, das freut mich. Das finde ich wunderschön. Danke. Nein, das schmeckt tatsächlich nicht. Du musst warten, bis er reif ist. Also, ja, hab ich doch gesagt. Vielleicht rot. Der Rigotti für Arme, weißt du. Also ihr seht, jetzt kommt ein Wetter. Ideal zum Pflanzen so. Denn es ist bewölkt, hier soll die Sonne nicht draufknallen. Ich habe mich noch mal getraut, ich bin noch mal zu ihm hier gefahren. Aber ihr seht, er ist harmlos. Er kann echt ein netter Kerl sein. Truppe, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Hey, hat mir Spaß gemacht. Ja. Wird nicht das letzte Mal sein. Bin ich mir sicher. Ciao. Ciao.